Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Nächster Redner ist der Kollege Helge Lind, SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Rede soll ein Bekenntnis sein. Und sie soll ein Bekenntnis sein einer Schuld, und das ist meines Erachtens längst überfällig. Gerade dieser Antrag gebietet es, glaube ich, daran zu erinnern, was wir brauchen. Und wir brauchen ernsthaft einmal ein Denkmal in unseren Herzen und Hirn, in unserem Handeln für die Leistung, die Musliminnen und Muslime in den letzten Jahrzehnten in diesem Land für dieses Land erbracht haben. Und wir brauchen ein Mahnmal in unseren Herzen, Hirn und in unserem Handeln für das, was an Gewalt und Missachtung Musliminnen und Muslimen in diesem Land in den letzten Jahrzehnten widerfahren ist. Im Namen aller, die in der Vergangenheit und gegenwärtig in der politischen Kultur und in der politischen Klasse dieses Landes Verantwortung tragen, sage ich jetzt hier, ich entschuldige mich dafür, für diese Diskurse der letzten Jahrzehnte, diese unnützen, diskriminierenden, stigmatisierten Islamdebatten. Und wir haben so viele davon erlebt. Und alle wissen das genau in diesem Raum. Und alle wissen, dass die AfD letztlich auch ein Ergebnis genau dieser Debatten ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist eine Lehre der Schande von Thüringen? Eine Lehre aus Thüringen ist, man spielt nicht mit der Demokratie. Genau das aber tut die AfD. Und wer mit der Demokratie spielt, der spielt mit Menschen. Und dieses Spiel hat auch Opfer. Und insbesondere sind Muslime aktuell und in der Vergangenheit Opfer dieses perfiden Spiels. Und weil das so ist, deshalb stehen wir als SPD-Fraktion ganz entschieden nicht an der Seite von Michael Heim, Fraktionsvize der CDU in Thüringen, aber ganz entschieden an der Seite von Angela Merkel. Thüringen ist das Beispiel für einen perfiden, spielerischen, im schlechten Sinne destruktiv spielerischen Umgang mit der Demokratie. Und genau das machen Sie hier doch auch. Es dreht auf dem Antrag Islamismus. Ihnen ist doch, sprechen wir es doch auf Deutsch aus, Ihnen ist Islamismus scheißegal, wenn ich das hier sagen darf. Es interessiert Sie nicht. Das Thema dieses Antrages ist antimuslimischer Rassismus und Islamhass. Nichts anderes streben Sie hiermit an. Und deswegen rede ich sehr wohl zum Thema. Ich rede genau zum Thema. Und jedes andere Thema wäre verfehlt. Und deshalb werde ich auch weiter zu diesem Thema reden und werde weiter sagen, wir stehen an Seite all derer, zum Beispiel, ich erwähne jetzt, ich sehe ihn ja gar nicht, Marco Wanderwitz und andere, die ganz klar Widerspruch üben gegen jede Form des Kompromisses mit dieser Form von Politik, die sie betreiben. Und wir halten hier alle zusammen als Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus. Was haben wir denn erlebt? Und weshalb halte ich es für notwendig, dieses Bekenntnis der Schuld abzugeben? Es vergeht keine Veranstaltung zum Thema Islam oder Muslime oder Migration, in der nicht nach 5 bis 10 Minuten der Hinweis verfassungstreu kommt. Haben Sie sich mal Überlegungen gemacht, wie sich Muslime fühlen, wenn man sie immer damit konfrontiert, als ob man ihnen erklären müsste, was denn Demokratie und Verfassung wäre? Lesen Sie mal die Werke von Hilal Sezgin. In jeder ihrer Lesung steht irgendwann eine selbsternannte Bildungsbürgerin oder Bildungsbürger auf, liest ihr beispielsweise eine Sure vor und erklärt ihr, wie schrecklich frauenfeindlich und menschenfeindlich und demokratiefeindlich der Islam sei. Und sie muss sich rechtfertigen und erklären. Was ist in Moscheen los gewesen? Ich habe es erlebt, ich war nämlich da nach Christchurch, als da Menschen verängstigt waren und hofften, dass Polizeischutz vor ihnen wäre. Was bedeutet es für Muslime und Muslime, dass gestern wieder an 4 Moscheen in Nordrhein-Westfalen Morddrohungen eingegangen sind? Eine Morddrohung in Hagen, unterschrieben mit Combat 18. Was macht das mit Menschen? Stellt sich einer in diesem Hause mal die Frage? Nein, es ist genau das Thema Ihres Antrages, der Islamhass und die Islamophobie. Und deshalb gehe ich noch weiter, weil wir die Souveränität haben, auch auf uns selbst zu gucken. Ich schäme mich ausdrücklich, dass aus meiner Partei ein Thilo Sarrazin kommt. Ich habe damals, ich weiß noch, als Juso 25 Minuten meines Zorns für eine Philippika gegen ihn genutzt.
Dieser Mann, und das ist richtig an ihn, Thilo Sarrazin, gehört nicht zu uns. Er gehört zu Ihnen und in die Pegida und nirgendwo sonst. Wenn man, und das ist in diesen letzten Jahrzehnten geschehen, und wir alle sollten uns überlegen, was passiert ist, wenn man im Alltag stückweise Verachtung sät, wenn man Muslimen und Muslima erklärt, wie ihr Islam zu sein hat, was wir von ihnen erwarten, wie sie sich zu verhalten haben, dann sät man Verachtung und man wird am Ende Hass ernten. Und das Ergebnis ist unter anderem die AfD. Daher appelliere ich an uns alle, erklären wir nicht weiterhin Muslimen und Muslimas in diesem Land, was moderner Islam ist. Hören wir auf mit dieser Kultur der Bevormundung und klären wir zum Beispiel endlich auf, was für ein Skandal der NSU war, was struktureller Rassismus in diesem Land angetan hat und was es bedeutet, in diesem Land zum Beispiel als Frau mit Kopftuch bestens ausgebildet zu versuchen, eine Stelle in einem Krankenhaus oder im Management zu bekommen. Und wenn wir diese Frage beantwortet haben, dann, erst dann, können wir weitere Debatten über Islamismus führen. Vielen Dank.